Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich habe Wisting und der Atem der Angst von Jan Lierhorst als Hörbuch gehört. Es ist bereits der dritte Cold Case Fall. Etwas enttäuscht war ich dann doch von dem Hörbuch. Ich hatte, wie sonst so, gar kein Verlangen weiterzuhören. Normalerweise habe ich ein Hörbuch innerhalb von einer Woche durch. Doch diesmal habe ich 3 Wochen für die 11 Stunden und 27 Minuten gebraucht. Anders als in anderen Krimis weiß man gleich am Anfang, wer der Mörder ist, jedoch nicht wer der Gehilfe ist. Somit fehlt von Beginn an etwas die Spannung. Okay, es gibt eine spektakuläre Flucht des Protagonisten. Jedoch ist es ziemlich offensichtlich, dass die Verfolgung und Observation in die Hose gehen wird. Diesen Part fand ich persönlich langweilig. Hier habe ich das Interesse verloren und nur noch halbherzig zugehört. Es gibt aber einen unvorhersehbaren Twist des Hörbuchs. Damit hätte ich nicht gerechnet und dann nimmt die Spannung des Hörbuches wieder zu. Um was geht es? Der Serienmörder Tom Kerr ist bereit zu kooperieren und will der Polizei die Stelle zeigen, an dem die Leiche seines dritten Opfers vergraben ist. Doch er nutzt den Ausflug, um zu flüchten. Es muss einen Helfer geben. Schon früher war man von einem Mittäter ausgegangen. William Wisting und Adrian Stiller befinden sich somit in einer schwierigen Lage. Wisting wird ihm Mitschuld vorgeworfen und suspendiert. Er ermittelt trotzdem weiter. Lene, die Tochter von Wisting, diesmal nicht als Journalistin, sondern als externe, ich nenne es mal Videografin der Polizei, ist auch mit dabei und direkt in den Fall involviert. Wie soll es anders sein, stellt auch sie eigene Ermittlungen an. Fazit: Eigentlich habe ich wieder einen Cold Case Fall erwartet, aber es war nicht direkt einer. Ich fand das Hörbuch jetzt nicht ganz so gut wie die beiden ersten Fälle, deshalb gebe ich nur 3,5 Sterne dem Hörbuch. Hörbuchsprecher Götz Otto hat mir hingegen wieder sehr gut gefallen. Er spricht die verschiedenen Protagonisten mit unterschiedlichen Stimmnuancen. Kommen wir noch zu etwas Positiven. Ich finde die Ermittler sehr authentisch. Sie sind mir sehr ins Herz gewachsen. Ich werde mir auch das nächste Hörbuch zulegen, auch wenn ich dieses nicht ganz so gut beurteilt habe. Empfehlen kann ich allen, die neu in die Serie reinkommen wollen, die ersten beiden Teile der Reihe. Das Hörbuch wurde uns von der Audio Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Dafür vielen Dank. Wenn dir die kurze Rezension gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann schreibe deine Meinung als Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonnieren nicht vergessen.